Also gut, wage ich es noch einmal, mache ich noch einen Versuch. Die Kämpfe hier sind echt nicht immer so leicht, muss ich sagen. Nicht immer so leicht. Das ist nochmal richtig. Hauptsächlich, weil ich es kann. Nicht immer so leicht, die Kämpfe. Ich versuche es noch einmal gegen diese üblen Gesellen. Und jetzt schauen wir, wohin es mich bringt. Na, seid ihr alle nass geregnet? Natürlich willst du mein Fleisch verbrennen. Warum auch nicht? Wer könnte es dir verdenken? Ja, Eis, guck mal, Eis. Einfrieren fehlgeschlagen, schade. Das wäre schöner gewesen, wäre es nicht fehlgeschlagen. Muss ich ganz ehrlich mal so offen sagen. Ich muss auch das Ding da kaputt machen. Aber ich fange mal mit dir an. Du verkohlter Knochenpikinier, du. So, faul mal aufs Mützchen. Soll ich versuchen, ihn einzufrieren? Regnen tut schon. Oder gebe ich ihm die Kopfschraube? Ja, Kopfschraube. Der hat zwar zwei Köpfe, aber ich kann ja einen davon abschrauben. Eins nach dem anderen. Ich muss dieses eklige Lüftetakon machen. Das ist auch wieder wichtig. Hehe, geblockt. Ein guter Knochengötze. Aua, spinnst du? Damit könntest du jemanden verletzen. Dafür kriegst du einen Eispfeil. Einfrieren fehlgeschlagen. Schon wieder. Treffe ich den Eis, den Götzen da hinten? Nee, da ist bestimmt irgendein Weg. Oh, aber du könntest Querschläge. Du wärst damit. Feuer frei. Kämpfe ich mehr, wenn ich den mache? Nein. Toll, jetzt habe ich nur den eingeschrieben. Da wollte ich doch mehr treffen. Ja, ja, du bremst, ich weiß. So, schraub da mal den Kopf. Hehe, einer weniger. Warum muss ich immer leiden und brennen? Können das nicht mal andere machen? Ich habe auch Lachen gemacht. Ihr seid am Reiher, natürlich. Einfrieren. Eingefroren, das hat funktioniert. Ich bin ja überrascht. Au! Haut ihr voll in den Rücken, das sind doch keine Manieren. Na gut, es sind schon Manieren, aber schlechte. So, du klopfst mal auf den ein bisschen drauf. Der will das so. Der braucht das. Eises Kälte. Kopfschraube. Ich finde die Kopfschraube irgendwie gut. Blenden leider fehlgeschlagen. Aber was will man mir? Ich muss doch an diesen komischen Köpfen ran. Das sage ich mir andauernd. Embraces you, the flames will cleanse your sin. Woher willst du überhaupt wissen, dass ich gesündigt habe? Das ist eine reine Annahme. Das vermutet er doch einfach. Ich habe ihn doch gar nicht gesündigt. Au. Hehe, daneben. So, ich versuch's mal mit dem Knochengötzen. Oh, das macht ja riesigen Schaden, wenn ich auf den schieße. Nicht gar nicht. Soll ich mal den Knochenhänger hier? Der gibt mir schon länger auf den Sack. Ja, schraub ihm doch mal was ab. Haha.
so macht das Laune. Knochengötze. Wie jetzt? Knochengötze? Keinen Schaden. Hör auf, keinen Schaden zu machen. Das ist uncool. Im höchsten Maße ist das uncool. Ich glaube, du musst doch mal einen Trank einwerfen. Sicher ist sicher. Pass auf, und du heilst erstmal dich selber. So ist gut. Siehst du, da lässt mich dieser Knochengötze wieder die zwei auferstehen. Das ist nicht gut. Also gar nicht gut. Also überhaupt gar nicht gut. Au. Willst du? Muss hier den Knochengötzen. Nützt alles nichts. Oh, da war was im Weg. Nämlich der da. Penner. Hat dir irgendwann erlaubt, im Weg zu sein? Nicht, dass ich wüsste. Einfach auf den. Der braucht das. Kannst du Eiskälte, Blitz, Stab des Sturms? Ah ja, dann fühlt es da einer im Weg. Ziel ist auch zu weit entfernt. Pass auf, dann machst du lieber mal eine Heilung auf den Kollegen. Genau so. Und gehst dann mal da näher ran. Den Knochengötzen. Die brennende Legion. Ach, der heilt sich erst mal im Feuer. Oh shit, das hat gesessen. Ich glaube, das stirbt nicht. Wie so oft. Du brauchst dringend so ein Heiltränkchen. Ja. Ruhig noch ein. Kann man nie genug von haben. Oh, du kannst wieder. Oh, warte, du kannst auch Vergiftung behandeln? Nein, ich meine. Meerschläger. Ah ja, triffst du nur den einen. Gut. So, dann haben wir es gut gemacht. Du müsstest jetzt auch mal sie ein bisschen heilen. Dieser Kampf nicht gut für mich aus. Ich glaube, wenn ich diesmal wieder scheitere, werde ich erstmal einen anderen Weg nehmen und die weit umfahren, quasi. Kannst du ja auch quer schlagen. Guck mal, schieß lieber auf den Knochengötzen. Und du auf den Knochengötzen. Musst du den doofen Götz-Otto-Knochen, oder wie der heißt, platt machen. Jaha. Jaha. Da spuckst du Feuern und Feuer und Flammen. Wie sich das gehört. Kopfschraube? Möchtest du die haben? Ah, hat immer ein bisschen was gebracht. Ich finde es generell gut, wenn die Gegner mich verfehlen. Und generell schlecht, wenn sie mich verfehlen. Was macht er jetzt? Er bildet einen Ball. Gut. Okay, ich kann ihn nicht davon abhalten. Ah, Sperrfeuer. Ziel zu weit entfernt. Bullshit. Ach, normal kann sie den treffen, aber wenn sie drei Pfeile hintereinander auf ihn abfeuern soll, ist er zu weit entfernt. Das ergibt doch alles keinen Sinn.
Jedenfalls behaupte ich, dass es keinen Sinn ergibt und niemand wird das Gegenteil beweisen können. An weiter. Man muss die Schläge auch fair verteilen auf alle Beteiligten. Mehr Heilung, das ist es wert. Das ist gut investierte Magie, finde ich. Oh, das hat ihn schon wieder geheilt auf irgendeinem Grund. Oh, er ist auch gleich hinüber. Das ist nicht. Ah ja, er heilt sich wieder im Feuer, klar, natürlich, ja. Ja, ich werde rösten. Ich werde sehr rösten. Ich glaube, ich muss wieder mal so ein bisschen. So ein kleines bisschen. Es nützt alles nichts. Tschüss. Heiltrank. Und dann haust du den. Oh, sein Schwert liegt kaputt. Das war nur eine Frage der Zeit. Ja, soll ich den hauen? Hau ihn mal. Das hat ihn wieder geheilt. Dann spiel nein. Ich habe noch nicht ganz raus, welche Art von Schaden den Leuten die Leute heilen und welche nicht tut. Also Eis und Wasser tut denen auf jeden Fall weh. Das will aber gar nicht leiden im Kern. Da ist jemand tot. Da sind alle tot. Ah, die Gruppe wurde besiegt. Ja, dann lade ich das Spiel doch gerne mal. Holla, der hat aber zugelangt. Okay, das heißt, ja, natürlich will ich fortfahren, es bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu laden. Das heißt, ich lasse die netten Gesellen mal so ein Momentchen links liegen und gehe mal woanders lang. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht trotzdem regnen lassen kann. Pass auf. Ich lasse sie nass regnen und gehe dann einfach weg. Das haben wir jetzt. Viel Spaß beim Nassregnen. Wir gehen einfach weg. Diese verdammten Dämonen. Gesocks. Das. Dämonengesocks. Komme ich hier nicht irgendwo raus? Ja. Irgendwo, wo es nicht brennt. Ach so, aber Nacht ist es geworden. Rötlicher Gallentrichter. Da kann ich endlich, Gallentrichter trichtern. Und ein Buttermesser liegt da rum. Wer hat das denn verloren? Buddha? Versteht ihr? Buddha? Buddha-Messer? Versteht ihr? Der Hund heißt Dirne. Das, merkwürdig. Schnüffel, Schnüffel, ihr riecht. Ihr riecht wie ein Held. Genau, der Held, auf den ich gewartet habe. Bellt. Ein Held, ein Held. Warum hast du auf einen Held gewartet? Soll ich dir folgen? Legt sich erstmal hin. Wieso hast du... Kann ich was für dich tun? Hast du ein Ziel? Was willst du? Ein Held, ein Held. Oh, ein Kampf beginnt. Oh, ein Grauwolf. Zwei Grauwölfe. Und ein alter Schwarzwolf. Und noch ein Grauwolf. Ach, deshalb brauchte der Hund wahrscheinlich einen Held, weil ich die Wölfe für ihn ausschalten sollte. Na, ich habe ja auch keine anderen Probleme, als mich mit Wölfen auseinanderzusetzen. Das ist alles, was ich immer vorhatte. Böser Wolf. Aus. Pfui. Der will einen Blitz. Au. Der hat mir voll... in die Hoden gebissen. Was erlaubt er sich? Böser Wolf. Böse. Aus. Pfui. Du bist kein guter Junge. Nein, kein guter Hund.
kriegst kein Leckerli. Das nur, weil der doofe Hund mich jetzt hier gelockt hat. Das ist ja wohl unerhört. Kann der nicht selber gegen 3, 4, 5, 6 Wölfe kämpfen? Was war das denn? Immun gegen Furcht? Aber du bist nicht immun gegen Furcht. Furcht! Furcht hat den Charakter ergriffen. Er kann nicht kontrolliert werden und wird automatisch versuchen wegzulaufen. Du blöder Feigling. Was soll das denn schon wieder? Ja, Querschläger. Haha, hat sie alle getroffen. Wie cool war das denn? Oh, der Hund kämpft für mich mit. Dirne. Und verfehlt wunderschön. So, wollen wir mal den alten Schwarzwolf. Der muss, glaube ich, mal zuerst weg. So, dass der möglich ist. Du machst mir den Rundumangriff. Haha, zwei weniger. Sehr gut. Und er versucht abzuhauen. Ey, bleib hier, du Feigling. Oh nein, er zittert voll. So eine Memme. Nur weil wir von wilden Wölfen angegriffen werden, die uns jederzeit in Stücke reißen können, musst du doch nicht gleich dir in die Hose machen. Du kannst, aber du musst nicht. Au. So, böser alter Schwarzwolf. Der winselt. Oh, sie hat auch einen Hund umgebracht. Ein Wolf, meine ich. Wolf, Hund, alles dasselbe. So, und du bist noch nicht, aber nicht mehr lange. Ha! Das war gut. Und der Hund läuft einfach weg ins Gebüsch. Ich dachte, wir kämpfen noch eine Runde. Eingeweide. Ich kann Eingeweide mitnehmen. So, hier nehmen wir eine Frisur und Tierhaut. Mehr Tierhaut. Und leckere Eingeweide. Mmh. Ich muss mir die Eingeweide mal angucken. Was kann ich mit Eingeweiden machen? Eingeweide. Ausrüsten, 3 Aktionspunkte, eine Zutat. Ah, okay, eine Zutat. Wo ist jetzt der Hund hin? Ich dachte, ich kriege eine Belohnung von dem Hund oder sowas. Ich habe dem schließlich geholfen. Der ist ja einfach ins Gebüsch abgehauen. Wahrscheinlich musste er erstmal eine Runde sich erleichtern. Doofer Hund. Doof ist der, so. Jetzt habe ich mir das aber gegeben. War hier eigentlich noch mehr zu holen? Ja, in den Ruinen. Die Truhe ist leer, die habe ich schon leer gespielt. Da feuern noch die alten Fallen vor sich hin. Ja, ja. Ich war hier ja schon mal durch. Hier war ich auch schon. Hier wollte ich noch mal hin. Was sagt denn die Karte dazu? Da ist ein Wegschrein, zu dem bin ich aber eigentlich nicht. Und war hier unten nicht noch einer? Ich versuche mich nur gerade zurechtzufinden, das dauert im Moment. Ah, zu dem möchte ich hin. Genau zu dem. Zu Villa. Villa Riva. Zack, und schon bin ich hier. Siehst du, so schnell geht das. Das ist ja wie Magie, wenn das nicht sogar richtige Magie ist. Ja, stimmt. Hier ist die Giftsuppe. Da gehe ich lieber nicht rein. Das hatte ich mir schon selber klar gemacht, dass ich lieber nicht in die Giftsuppe reinsteige, weil die eventuell giftig sein könnte. Stattdessen laufe ich nochmal hier rum. Nur zum Spaß und der Freude natürlich. Ohne besonderen Hintergrund. Truhe. Östliche Königstruhe. Ach, die ist noch verschlossen.